Willkommen zurück zur vielleicht letzten Folge von Hitman Absolution. Ja, zur vielleicht letzten Folge von Hitman Absolution. Wir nehmen besser die Schallgedämpfte. Ja, wir müssen uns, schätze ich mal, an diesem ganzen Gefolge vorbeischleichen. Das dürfte aber eigentlich einfach sein. Aber auch nur eigentlich. Nein, nein. Ganz ruhig. Wir sind in der Überzahl. Wir haben keine Chance. Weg mit der Waffe. Seid ihr das? Fuck, ne, das wird nix. Nee. Nee. Durchballern wird hier auch wieder nix helfen. Aber ich glaube, ich weiß, wie wir das machen. Das war der erste. So, jetzt benutzen wir nämlich das schallgedämpfte Gewehr. Zentrale, wir haben hier eine tote Person, aber keine Spur vom Täter. Nee, da warten wir lieber, bis er stehen bleibt. Drei Stück auf einen Streich. Das nenne ich gut. Fuck. Okay. Zwei sind da noch. Da ist noch einer. So, her mit dem Silberballer. Verdammt, den habe ich nicht gesehen. So. Im nahen Umkreis ist hier keiner mehr, ne? Gut. Gib mir mal deine Klamotten, Kollege. Zack. Da vorne sind auch noch zwei. Ach komm, scheiß drauf. Muss ja nicht sein. Wir haben den Großteil ja hier schon geschafft. Aber ich finde, das ist wieder so eine Mission. Scheiß drauf, alles wird abgeknallt. Alles, was zwei Beine hat. Der Aufsichtsrat vermutet bereits, dass wir wegen Hope gelogen haben. Wenn sie erfahren, dass sie unsere Ressourcen genutzt haben, um einen Friedhof zu finden, werden sie Fragen stellen. Warum Burnwood wirklich übergelaufen ist, über ihr kleines Forschungsprojekt. Ja, dann kommt alles ans Licht. Aber ich werde nicht untergehen, nur weil Sie von einer Toten besessen sind. Der Aufsichtsrat wird glauben, was ich ihm sage. Sie wollen in der Oberliga mitspielen? Das ist Ihre Chance. Nutzen Sie sie. Oder schreiben Sie schon mal Ihre Gra. Süß, der Typ. Fast schon zu süß. Entschuldigen Sie, Sir. Jade gefunden. Sir? Sir?
Nein, nix, Sir. Dann halt Kontrollpunkt neu starten. Ah, oh, oh, oh. Naja. Der Aufsichtsrat vermutet bereits, dass wir wegen Hope gelogen haben. Wenn sie erfahren, dass sie unsere Ressourcen genutzt haben, um einen Friedhof zu finden, werden sie Fragen stellen. Warum Burnwood wirklich übergelaufen ist, über ihr kleines Forschungsprojekt. Ja, dann kommt alles ans Licht. Aber ich werde nicht untergehen, nur weil sie von einer Toten besessen sind. Der Aufsichtsrat wird glauben, was ich ihm sage. Sie wollen in der Oberliga mitspielen? Das ist Ihre Chance. Nutzen Sie sie. Oder schreiben Sie schon mal Ihre Grabrede. Warum geht er in diese Richtung? Darum, weil ich es kann. Ich bin gerade am Überlegen. Niemand ist dort begraben. Die Frage ist... Nee, das schaffen wir nicht. Das schaffen wir nicht. Nee, nee, nee. Da muss ich gewitzter vorgehen. Da muss ich gewitzter vorgehen. Der Aufsichtsrat ja. Bereits, dass wir wegen Hope gelogen haben. Wenn sie erfahren, dass sie unsere Ressourcen genutzt haben, um einen Friedhof zu finden, werden sie Fragen stellen. Warum Burnwood wirklich übergelaufen ist, über ihr kleines Forschungsprojekt. Ja, dann kommt alles ans Licht. Aber ich werde nicht untergehen, nur weil sie von einer Toten besessen sind. Der Aufsichtsrat wird glauben, was ich ihm sage. Sie wollen in der Oberliga mitspielen? Das ist Ihre Chance. Nutzen Sie sie. Oder schreiben Sie schon mal Ihre Grabrede. So, hier können wir schon mal gut hergehen. Das gefällt mir. Nein. So, wer? Halten Sie mich auf dem Laufenden und machen Sie. Geht da vorne lang, okay. Okay. Sehen, wie eine Hyäne ein verwundetes Tier umgreift? Damit er ihn weiß, dass... Sie haben ihn selbst gesehen! Formation einnehmen! Gehen wir! Gleich geht's runter! Den Weg zum Krematorium finden. Ganz schnell weg hier, ganz schnell weg hier, ganz schnell weg hier. Ganz schnell weg hier. Da vorne ist der Eingang. Travis, wir kommen. Negativ. Wir haben keinen Sichtkontakt. Zielperson ist außer Sichtweite. Und... Es endet langsam. Das Ende naht. Travis an Pretoriana. Höchste Alarmstufe. Schließt die Reihen und schießt auf jeden, der sich nähert. Wenn ihr wirklich die Besten seid, könnt ihr es jetzt beweisen.
Als ob ihr die Besten seid. Ich habe dafür immerhin ganze 4 Hitman-Spiele gebraucht, um das zu beweisen. Okay, nein. Das war der Erste. Wartet. Das war der. Ah, okay, okay. Dann weiß ich wenigstens, was das schon mal ist. Wie kann man denn da Minen drin verstecken? Wie pervers. Travis an Pretoriana. Höchste Alarmstufe. Schließt die rein und schießt auf jeden, der sich nähert. Wenn ihr wirklich die Besten seid, könnt ihr es jetzt beweisen. Wer der? Kommt. Wie wagst du es, mich Schlange zu nennen? So. Das ist natürlich clever. Das ist natürlich clever, wenn man alle, wenn man alle drei getötet hat, dann doch in eine Mine reinzulaufen. Das ist Skill, Freunde. Das ist Skill vom Feinsten. Travis an Pretoriana. Höchste Alarmstufe. Schließt die rein und schießt auf jeden, der sich nähert. Wenn ihr wirklich die Besten seid, könnt ihr es jetzt beweisen. Das ist unsere Chance. Hallo, meine Herren. Das wäre der Erste. Ja, okay. Ich habe zu früh den ersten Schuss den ersten Schuss abgegeben. Ist in Ordnung, ist in Ordnung. Sehe ich alles ein, meine Herren. Komm. Travis an Pretoriana. So, für Name Pretoriana. Schließt die rein und schießt auf jeden, der sich nähert. Wenn ihr wirklich die Besten seid, könnt ihr es jetzt beweisen. So. Oh.
ist das denn? Ja, das ist, wenn man nicht sofort auf seinen scheiß Schädel trifft. Naja. Okay, ich werde an der Stelle aber gleich nochmal einen Schnitt machen. Weil wir da wohl doch noch ein, zwei Folgen rauskriegen. Gut, ich bedanke mich aber fürs Zugucken und ja, bis zur nächsten Folge. Tschüss!